Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das versprochene Double Reset Video. Vorab schon mal, für mich ist es echt schwer, das Ganze richtig zu erklären, weil es mehr um Übung geht, als um Tasten, die ich euch erkläre, die ihr drücken müsst. Also los geht's. Was muss ich können, um ein Double Reset machen zu können? Ganz einfach. Ihr müsst einen ganz normalen Flip Reset machen können und ein Stall. Natürlich könnt ihr den Double Reset auch ohne Stall machen, aber das Thema behandeln wir wahrscheinlich in einem anderen Video oder halt nicht mehr hier. Oder ich erkläre es irgendwann mal im Stream oder in den Kommentaren. So. Und falls du nicht weißt, was ein Stall ist oder wie ein Flip Reset funktioniert, verlinke ich ganz oben in der Videobeschreibung zwei meiner Videos, in denen ich das bereits erklärt habe. Also, falls ihr nicht wisst, was eins von den beiden ist, einfach kurz in die Videobeschreibung reingehen, die Videos anklicken, angucken und dann könnt ihr wieder hierher zurückkommen. Außerdem ist es sehr wichtig, dass ihr euren Flip Reset schon sehr unter Kontrolle habt, da ihr sonst zu sehr panickt. Also solltet ihr schon sehr, sehr geübt sein, was das angeht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dass wenn ihr jetzt euren Flip Reset holt, das nicht mehr so ein Panic-Flip-Reset ist, wisst ihr? Dass ihr den einfach holen könnt und die Kontrolle über den Ball habt und mit dem Ball machen könnt, was ihr wollt. Das ist ziemlich wichtig, dass ihr den schon so gut könnt, weil sonst funktioniert das mit dem Double-Reset nicht. So, dann fangen wir am besten an. Und wie beim ganz normalen Flip-Reset fahren wir an die Wall hin. Ihr kennt ja die Schritte. Ball ein bisschen vorrollen lassen, schön in die Mitte spielen lassen und dann euren Reset mal holen, ja? Soweit sollte das jeder hinbekommen. Und der nächste Schritt ist dann eben, weil ihr müsst halt ein Gefühl dafür bekommen, das sage ich ja schon die ganze Zeit. Ihr holt euch den Reset und stallt einfach mal, ja? Einfach mal ein Stall machen, dass ihr darauf klarkommt. Weil wenn ihr mal auf meinen Stick unten links achtet, ich habe extra meinen Controller angeblendet. Und ich mache jetzt mal einen Flip Reset und dribbel den Ball danach ein bisschen. Dann seht ihr, wie viel ich den Stick bewege. Und da fällt es den Leuten, auch mir, immer noch schwer, dann den Stick in der richtigen Position zu halten. Also den holen und dann eben den Stall zu machen, weil ihr müsst immer die perfekten Voraussetzungen dafür erfüllen, sage ich mal. Und das könnt ihr eine Zeit lang üben. Ich habe das jetzt einmal mit Drehung gemacht und einmal ohne, also nochmal ohne Drehung, einfach stallen. Ja. Ihr seht ja, das funktioniert jetzt ein bisschen schlechter mit dem Reset holen, aber wie gesagt, es geht ja eher um die Übung, dass ihr den Stall in der Luft machen könnt. Oder ihr macht das so, dass ihr einen Reset holt, euer Auto dreht und dann den Stall macht, weil meistens hat man da eine bessere Position. Und das mache ich auch lieber, also ich kann das auch gar nicht so sehr mit den geraden Stall. Also ich mache das lieber so, dass ich dann so meinen Stall hole. Das funktioniert natürlich auch nicht immer, aber ihr wisst glaube ich schon, was ich meine. Also wie gesagt, einfach an die Wall hingehen, wie beim normalen Flip Reset, den Ball hochspielen, Reset holen, stallen. Und auch wenn ihr den Reset nicht bekommt, ist nicht schlimm, einfach wieder probieren und das die ganze Zeit, weil es ist einfach ein Gefühl, das man aufbaut. Am Anfang wird es wahrscheinlich bei euch auch so aussehen, dass ihr einen Reset holt, dann macht ihr einen Stall oder so und kriegt den Ball am Anfang nie. Aber das wird euch weiterhelfen, wenn ihr den Stall perfekt könnt. Weil wenn ihr dann anfangt, hier mit der Rolle das zu machen, das heißt Reset holen, eine Rolle und dann Stall, dann kommt ihr immer näher an den Punkt, wo ihr den Reset bekommt. Und danach ist es auch wichtig, nicht zu paniken, weil wenn ihr dann den zweiten Reset habt, okay, das war jetzt ein sehr großer Miss. Also ihr den ersten Reset jetzt bekommt, zack, Stall, den zweiten habt, dann nicht paniken, versuchen irgendwie den vielleicht noch zu schießen, den Ball oder so, der muss auch gar nicht reingehen. Aber versucht immer zu gucken, ob ihr auch den zweiten Reset habt, nicht dass ihr so den Ball euch nimmt, euch einen Reset holt und dann irgendwie versucht irgendwas zu machen, aber nicht mehr flickt. So, weil es ist wichtig, dass ihr euch damit belohnt quasi, dass ihr den Reset habt, weil das stärkt euch einfach oder das ist dann einfach besser zum Lernen dann. Einfach versuchen, ob ihr einen Flip habt und dann wisst ihr ja, okay, es wird langsam immer besser, ich schaffe das immer öfter und so wird das Gefühl halt dann eben besser beim Lernen. Genau, es klappt auch nicht immer, wie ihr seht, ich schaffe das auch nicht immer, aber ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, und wie gesagt, ganz wichtig, achtet darauf, dass euer Stick in der Luft in der richtigen Position ist und nicht irgendwie komplett in der falschen Richtung und ihr euch dann aufregt, oh, es funktioniert ja nicht, es geht nicht, ich kann nicht stallen in der Luft. Ja. Genau, achtet einfach da drauf und das war nämlich anfangs auch richtig mein Problem, bis ich dann angefangen habe, da richtig drauf zu achten, weil ich war immer so hier, wollte dann stallen und dann, ja okay, das ist jetzt einfach vorperfekt, aber ich wollte immer stallen, es hat nicht funktioniert und das ist einfach dann eine Gefühlssache, man macht es halt dann einfach, genauso wie ein Haarflip, den machst du einfach irgendwann, da guckst du auch gar nicht mehr drauf, genau. Also nochmal alles zusammengefasst, meistert euren Flip Reset einfach, übt das Stallen so gut es geht, sei es im Training, random in einem Spiel oder sonst irgendwo. Und versucht immer darauf zu achten, dass wenn ihr euch einen Double Reset holt, nicht zu paniken und dass euer Stick in der richtigen Position ist und ihr einfach die Ruhe behält.
Genau, weil wenn ihr da oben in der Luft seid und komplett am rumpanikt seid und euch denkt, oh mein Gott, ich habe einen Reset bekommen, wie kriege ich jetzt meinen Stall hin? So, dann kann das nicht funktionieren. Einfach chillen, das Ganze immer wieder probieren. Das dauert ein bisschen, bis man das kann. Und das kann jeder schaffen. Das schafft ihr alle auch. Einfach Flip Reset meistern und dann immer wieder probieren, bis es dann klappt. Genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und wie gesagt, man kann leider nicht so viel dazu sagen, weil sobald man den Flip Reset kann und Install, ist es eher eine Übungssache. Schaut auch gerne bei Twitch vorbei und abonniert mich gerne. Bis zum nächsten Mal und ciao.